Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute mit dem Spiel Borderlands 4. Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Damit herzlich willkommen zurück bei mir. Ja, beim letzten Mal waren wir da hinten, haben versucht da das Lager zu raiden und wir sind sie geraidet worden. Also wir wurden richtig hart zerstört. Unser Job ist es jetzt in die Richtung da abzuhauen. Ich hoffe, dass das Spiel nicht nochmal abschmiert, weil das ist vor der Aufnahme einmal abgeschmiert. Ich sehe, was das mir gefällt. Meins? Sag. Komm, gib mir das. Ich nehme natürlich alles, was ich finden kann. Ich habe nochmal meine Muni vorher aufgetankt, bevor ich losgezogen bin in die ewigen Weiten. Ich müsste da safe rüberkommen. Dann bewegen wir uns mal rüber. Da oben ist eine Leiche drin. Hallo! Oh, ich kann da reinschießen. Wach auf! Daneben nicht! Unhöflich! Jetzt mal scopen. Okay. Ich guck gerade auch extra durchs rechte Auge. Sehe nichts Lebendiges, das heißt, ich kann weitergehen ohne Bedenken. Ich nehme ja kein Auto. Vergiss es. Ich nehme es nur, wenn es nicht anders geht. Das ist mein Denksatz für Autos in VR. Nur nehmen, wenn es wirklich nicht mal anders geht. Da ist auf jeden Fall einer. Habe ich getroffen? Mann! Hi! Hi! Perfekt! Boah, jetzt halt still. Genau dann muss ich nachladen. Zack. Ach, der ist feuerresistent. Das ist ja mega. Kann ich nur flüchten, den ziehe ich nichts. Eben nachladen. Das Problem ist, ich muss da lang. Da, ich ziehe nicht mal mit der Sniper wirklich was. Da ziehe ich auch nur maximal 11. Ich eine Ewigkeit. Ich muss ihn irgendwie an eins der Fässer locken. Da ist schon wieder einer von diesen kleinen Mistzwergen. Verreck, du Giftzwerg. Nimm die mal. Der bleibt da. So, ich hab ihn hochgejagt. Sie kommen hier nicht durch. Einen Moment, ich versuche mal von weiter weg. So. Halt's Maul. Irgendwie muss man ja diese Giftzwerge zum Schweigen bringen. So. Natürlich einmal hier gucken, was es hier so gibt. Am besten mal die Waffe wechseln, damit ich nicht permanent die Sniper-Sicht habe. Und jetzt schön auf meinen Sitz ausruhen.
Ich hab's im Leben geschafft. Was ist denn das da hinten? Hallo? Sieht relativ interessant aus, der Berg. Das war nicht ein Auto. Bevor ich mich selbst hochjag. Okay. Ist mir noch egal, ob ich in deiner Schaukel war. Sonst noch wer? Aha! Pam! Ist die einzige Möglichkeit, wie ich die umnieten kann. So, wo muss ich lang? Da lang, ne? Also hier drin brauche ich nichts mehr. Ich kann hier gehen. Okay, ich dachte, die könnte man vielleicht kaputt schießen. Einmal darüber. Vögel vom Himmel schießen. Getroffen. Ich habe irgendeinen beim Schlagen erwischt. Erwischt! So, ist da noch irgendwo einer? Nee, ich sehe keinen weiteren. Dann gucken wir uns mal um. Okay, da ist ein Lager. Ist das eine Waffenkiste? Das ist eine Waffenkiste, da gehe ich auf jeden Fall einmal hin. Aber da in die Richtung muss ich auf jeden Fall. Na komm, dann schließe ich die beiden, die da drüben sind, schon mal von hier weg. Dem ich treffen gelernt habe. Ja, ja. Halt die Klappe. Immer diese Giftzwerge. Okay. Aus irgendeinem Grund habe ich gerade keinen Sound mehr. Ach, mir fällt ein. Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob auf der Aufnahme gerade kein Sound ist. Also ich habe den Sound noch, aber auf meinem Fernseher ist er gerade weggegangen. Ach so, mein Fernseher hat sich gerade einfach ausgeschaltet. Den habe ich nämlich immer, bevor ich VR anschmeiße, sicherheitshalber nochmal an, um zu sehen, ob ein Bild auch auf der Capture-Card ist, weil darüber wird es nämlich an den Fernseher weitergegeben. Verdammte Bratscheiße, es sind zu viele! Wenn mich jemand hört, was habe ich denn da alles eingesammelt? Was ist das? So, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, kümmere ich mich erstmal um mein Kopfhörerproblem. So, jetzt habe ich den Kopfhörer anschließend im Ohr und habe mein Kabel und meinen Controller verhakt. Ich habe jetzt irgendwas ausgerüstet, was ich nicht ausgerüstet haben wollte. Klassenmods habe ich offenbar eingesammelt. Okay, SMG-Schussschaden und SMG-Genauigkeit. Bist du eine SMG? Du bist doch keine SMG, ne? Möglicher Kollisionsschaden und der Kollisionsschaden wird um 17 erhöht und das da unten ist für den Psycho. Also ich kann das verwenden. Ja, ganz ehrlich, eine SMG verwende ich ja gerade nicht. Das bringt mir ja nichts. Boah, da unten war ich gerade eben. Ja, was Klassenmods sind, weiß ich schon. So, natürlich hole ich mir noch die Kiste. Und dann machen wir uns mal weiter, ne? So, jetzt bin ich hier oben drauf. Und bin runtergefallen.
noch einen Weg hier rüber zu kommen. Jetzt schieße ich weg. Da sind bestimmt noch mehr. Sag ich doch! Aus heiterem Himmel. Das tut bestimmt nicht gut. Puh. Waren das alle? Och, da sind schon wieder diese Kackvögel! Fuck, ein verfehlt! Einmal nachladen. Jawohl, ich habe ihn einen verpasst! Ich habe einen Vogel eingeklebt. Okay. Was auch immer du willst, Claptrap. Ja, die 2 Cent sind mir wichtig. Ohne die 2 Cent kann ich nicht leben. Oh, Waffen. Sehe da unten was Interessantes. Oben auf dem Gebäude liegt eine Kiste. Aber da will ich jetzt gerade nicht runter. Wo muss ich denn lang? Mich ruft gerade einer an. Hab nachgeguckt, es war nur ein Bäcker, den ich vergessen hatte. Lustig. Ich muss da oben lang. Also, ich darf den ganzen Weg wieder hochkraxeln. Also, ich komme mittlerweile echt gut auf das Spiel klar. Was machen die da unten? Ha! Da ist sonst noch einer. Sieht nicht so aus. Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so wie Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Okay. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich. Hohen Frieden. Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Du willst die Rache. Ja, ich töte so viele es geht. Für den Corporal. Also in die Richtung wollte ich. Okay, komm. Danke fürs Leben. Easy. Hab ich noch eine geklebt. Unter der Nase kratzen. Ich habe was aktiviert, was ich nie aktivieren wollte. Ich muss mich so dringend kratzen. Entschuldigung. Ich denke mal in die Richtung soll ich.
das Windbreaker-Camp. Ich muss auf jeden Fall einen Energiekern hier finden. Okay, das sind keine Feuerdudes. Ich treffe einfach nicht. Das ist eine große Basis. Wollt schon schlagen. Sei danach. Okay. Warte, ich muss mal kurz stehen. Okay, jetzt kann ich mich wieder setzen. Ja, Leute, ich nehme den Sitzen auf. Scheiße, ich habe keine Granaten mehr. Sind hier irgendwo Granaten zum Auffliegen? Danke. Wasser aufnehmen? Hä? Wie, wo, was? Wo ist denn hier was zum Auf? Oh, hi. Der sagt mir irgendwas aufging, dabei ist da nichts. Oh, Kacke. Du kommst nicht lebend auf den Boden. Ah, ich sehe was, das mir gefällt. Ja, ich komm gleich. Oh, da war eine Granate drunter. Scheiße, Inventar ist voll. Okay, ignoriere mich. Perfekt. Dann kann ich einmal kurz... Ich habe einen Skillpunkt. Es gibt immer noch etwas zu lernen. Ja, das hätte ich gerne einmal. Mehr Nachladegeschwindigkeit. Und ab demnächst hole ich mir beschleunigen. So. Jetzt mal mit meiner Rückstoßdämpfung. Ach ja, und ich wollte noch so ein paar schwache Sachen aus dem Inventar schmeißen. Was, das man nicht wirklich verkaufen kann. Verdammt, die sind alle was wert. Dagegen ist das nichts wert. Komm, Granaten. Ach, warum nur Moneten? Jetzt gerade bin ich ausnahmsweise mal nicht für Moneten. Oh, und safe. Oh, Heilung. Warte, das brauche ich momentan tatsächlich auch nicht. Komm, ich hol mir den Höhlenvorteil. Halt die Klappe. Oh, hast du das fallen gelassen? Ja! Wo ist der? Jetzt merkt, wo ist der? Hallo? Bang! Da war doch gerade eben auch noch einer von diesen Dicken. Jawohl, habe ihn runtergeschossen. So, jetzt hole ich mir aber mal den Höhenvorteil. Ja. Okay, da hinten ist einer. Da unten war einer, aber keine Ahnung, wo der hin ist.
Hier oben bin ich gerade recht einsam. Das nenne ich mal ein Ultimum Kill. Ist das auch einer? Nee. Das ist nur eine komische Statue. Genau. Und mir einfach runtergeklatscht. Was ist das denn für eine Megakiste? Verpisst euch, ich will die Kiste da. Ihr könnt nicht mal. Interessiert mich gerade einen feuchten Dreck. Headshot. Boah. Ich hab die Kiste erwischt. Oh, Mann! Das war eklig. Schnauze! Ich will das hier. Von wo? Ach, das ist schon wieder so ein scheiß Nomade. Oh, scheiße. Das wird jetzt nicht wehtun. Ich will nur diese verschissene Kiste. Mann! Darf ich jetzt? Danke. Okay. Bessere Granaten. Deutlich bessere Granaten. Ich denke mal, allein schon vom Geld her lohnt es sich, die mitzunehmen. Heißt. Die kam weg. 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 Tschüss. Und tschüss. So. Und jetzt gucke ich mal, welche davon am besten ist. Es hat sich ja mega gelohnt. Okay. Die ist auf jeden Fall besser als meine jetzige. Wenn jetzt noch eine besser ist als die. Nee, das ist sogar die beste von denen. Abgesehen von der, wenn ich ein hohes Level habe, wird die auf jeden Fall extrem heftig. Aber das ist eine Brandgranate. Einen Moment, die muss ich jetzt mal kurz austesten. Die haftet! Wenn ich jemanden damit perfekt treffe, also die ist mega gut. Das hat sich ja sowas von gelohnt. Ja, ich krieg ich. Dich krieg ich nicht. Dich treffe ich von ihr nicht. Okay, da ist nix. Oh. Die Spinne da drüben lasse ich jetzt tatsächlich mal stehen. Ich muss hier noch was suchen. Also ich merke mir, wenn ich so eine Megakiste finde, dann darf ich eine Party schmeißen. Erstmal den Gas abgedreht. Och, reg dich ab, Mädel. Sind doch nur ein paar Brandwunden. Nein, in echt würde ich wahrscheinlich auch die ganze Zeit so machen. Oh, ich habe endlich mal eine Taste gefunden, wo man nicht schneller wechseln kann. Ach. Ist ja gerade hinten zerf. Wenn ich treffe, dann herzlichen Glückwunsch. Perfekt. Ich glaube, das war der letzte von denen.
kann mir gut vorstellen, dass auf dem Rohr da was ist. Aber so weit kann ich nicht hüpfen. Obwohl, von dort aus vielleicht. Ja, ich weiß, es wirkt ja gerade wie Mega-Hack. Ja, gerade so. Verdammt, hab's verfehlt. Ich werde jetzt nicht nochmal den ganzen Weg da hochklettern, nur um diesen einen Sprung zu versuchen. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall den ganzen Weg erstmal wieder zum Sanctuary zurück müssen. Ich denke mal, dass das diese Aufnahmesession gerade auch schon wieder 2-3 Folgen geworden ist. Ja. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt auf den Weg. Erstmal das Baby umbringen, dann den Vater. Was willst du? Ich baller die alle in den Arsch. Ja. Was willst du machen? What you gonna do about it? Easy win. Noch mal ein paar Granaten eingesackt. So, dann will ich jetzt noch das Zeug verkaufen und dann kassieren wir so richtig schön Money. Ich will jetzt noch so ein Sanctuary für diese Folge. Oder warte mal, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Dies ist eine Botschaft an Sanctuary, der letzten Passion des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet. Das Chaos, die Banditen, ihr Menschen. Wenn ihr es zulasst, wird diese Ehre der Ordnung sein. Na, wie geht's denn so? Euer Tod wird schlecht. Na, wie ist es so, wenn man eine Granate an sich kleben hat? Ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, einen von euch im Gesicht kleben zu haben. Meine Fresse. Ich sollte nicht zu viel sagen. Ich habe ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde dich noch verwirren. Okay, dann erzähl mir dein Geheimnis. Ich hab bis zu dem Punkt nicht zugehört. Um ehrlich zu sein. Wozu braucht man eine Approbation, wenn man Stil hat? So, jetzt weg mit dem ganzen Schrott. Die alte Sniper brauche ich eigentlich nicht. Obwohl, die müsste ich mal behalten für den Fall, dass ich wieder einen treffe, den ich mit dem Feuerschaden nicht kaputt kriegen kann. So, und außer der einen Explosion hier, die auf Level bezogen ist, habe ich jetzt mal alle Granaten verkauft. Und ich habe jetzt einfach über 1000. Seit Ende. Waffen, wundervolle Waffen. Wenn ich hier einmal ein Rocket Launcher in diesem Inventarsee. Dein Geld ist wertlos. Dann seht ihr mich nur noch mit dem Raketenwerfer rumrennen. Möge es dich auf deinen Reisen schützen. Ein Granatenmod. Na gut, die sind eh alle schwächer. Denk daran, wir haben immer geöffnet. Na komm, dann kaufe ich mir den einen Skin hier. Da fällt mir ein. Wollen wir mal eben kurz zu dem einen Punkt zurück, wo der eine war. Hunter's Grotto, a Claptrap's Place. The Surf and Shave war das. Ah. Hier war nämlich irgendwo ein Punkt, wo man Skin ausrüsten kann. Wechseln wir nochmal den Skin, wenn wir schon so viele neue freigeschaltet haben. So, extra ein bisschen zurück. Wofür auch immer es so eine Special-Edition gibt, wo die einfach keine Haare mehr hat.
Komm, ich habe noch so viele Skins freigeschaltet. Oh, Kaiserin sieht richtig geil aus. Das sieht auch richtig nice aus. Haben wir irgendwas Blaues, was richtig geil aussieht? Nein, nicht Liebe und Tod, bitte. So, Kaiserin. Ja, komm, dann nehme ich Kaiserin. Das sah richtig nice aus. So, jetzt haben wir einen neuen Skin. Ja, und ich würde mal sagen, hier ist es dann zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Das sind 100 pro wieder 2 Folgen geworden. Ich mache mich jetzt wieder damit auf den Weg zurück. Ich habe mir ungefähr den Namen gemerkt. So, jetzt bin ich wieder hier. Hier beende ich das jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!